Mit deinen legendären Sprüchen bist du bist quasi die Queen of Memes. Noch einmal schlafen und dann wird gebumst. Sonst verlange ich sofort meinen Manager. Wenn hier kein Shampoo drin ist, verlange ich meinen Manager. Man braucht nicht so viel im Leben. Hauptsache man hat einen Drink in der Hand und nette Unterhaltung. Können wir einfach das Laufband starten? Ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Fashionista, Luxuslebendame und erfolgreiche Geschäftsfrau auch noch eben. Claudia Obert, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wirklich, ich bin Fan von dir. Oh, was bist denn du? Kannst du mir das mal sagen, was ich bin? Also ich, man munkelt. Also ich singe ein bisschen, man munkelt, dass ich es kann. Man kann es vielleicht auch nicht. Kannst du mir mal was vorsingen zur Begrüßung? Oh Gott, bist du verrückt? Kennst du keine Songs von mir? Nee. Ich wusste nicht, wer Vanessa May ist. Wir sind 60-jährige... Mehr bin ich eh nicht, ich spiele keine Geige. Aber 60-jährige Frauen, deine Zielgruppe? Schlager, ja. Wer sind deine Fans? Ja, von bis. Also nee, Schlager bin ich totaler Fan. So Helene Fischer und so. Heißt die so Fischer? Ja, die heißt Fischer. Ich kann mir keinen Namen merken. Können wir einfach das Laufband starten? Ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Ja. Atemlos. Nein, ich bin, ja, das stimmt, das wirst du sein. Jetzt wirst du das sein heute. So, mach das Laufband an. Ich kann es nicht erwarten, loszulegen. Bleib bitte drauf, Claudia. Bitte bleib auf diesem Laufband. Also, pass auf, wir fangen an. Es ist jetzt noch gemütlich. Du antwortest einfach, ich stelle dir Fragen. Dein aktueller Beziehungsstatus? Verliebt. Oh, echt? Oh, wie sie strahlt. Noch einmal schlafen und dann wird gebumst. Ganz frisch. Das wollte ich auch noch fragen. Sag mal, siezen, bumsen? Nee, warte mal, wie war der Spruch? Siezen, duzen oder gleich bumsen? Wie hättest du es gerne? Ja, das ist so. Geiler Spruch. Geflügelte Sprüche, verstehst du? Und dann machst du, wenn die alle da sitzen, immer ein Lacher. Ist mega. Machst du das überall, wenn du reinkommst? Dies ganze verklemmte Volk, verstehst du? Muss doch mal zum Lachen gebracht werden. Wenn du wo reinkommst, sagst du das überall. Das kann schon mal passieren, nicht überall. Pass auf, besitzt du Haustiere? Ich selber nicht, aber ich liebe Hunde und Pferde. Finde ich toll. Welches Wort beschreibt dich am besten? Schrill. Von wem bist du Fan? Sag jetzt nicht Helene Fischer, sonst kannst du gleich rausgehen. Jetzt bin ich Fan von Vanessa May. Mai! Verdammt, ich spiele keine Geige. Mai. Okay. Ich kann mir keinen Namen merken. Macht nichts. Hauptsache du. Vergiss mich nicht. Du hast ein unheimlich freundliches Gesicht. Hübsch und freundlich und das ist so wichtig für mich. Oh. Der Sympathiefaktor. Ich hab dich gern. Okay. Was tust du viel zu selten? Ich mache alles, wozu ich Bock habe. Ich lasse mich massieren, Kosmetikbehandlungen, gehe spazieren. Wie lautet dein Lieblingsschlager? Atemlos durch die Nacht. Was Liebe mit uns macht. So, was ist dein größter Traum? Dass es Diamanten vom Himmel regnet, aber dann schlägt sich die Menschheit um eine Handvoll Dreck. Ist nie das da, was die Leute wollen. In wie vielen Ländern hattest du schon Sex? Das, ich zähle doch nicht die Länder. Und die mal überfliegt oder sonst was. Es geht nicht um die Länder, es geht um die Männer. Okay. Welchen Film hast du am häufigsten gesehen? Mit Leonardo DiCaprio. Hm. Wolf of Wall Street. Das ist so ein geiler Film. Pass auf, das ist meine Lieblingsszene, wo er in die Po-Ritze Koks streut, das Koks nimmt und dann die dann so vernascht. Da sind geile Szenen drin. Nice, also Filmtipp. Welches Lied soll auf deiner Beerdigung laufen? Gar keins. Die soll mich verbrennen und dann das Zeug in irgendwie ins Meer streuen oder so. Also um meine Beerdigung mache ich mir ehrlich gesagt gar keinen Kopf. Ich stirb so schnell nicht, Leute. Ich nerv euch noch eine Weile. Das hoffen wir bitte. Was findest du bei Männern besonders unsexy? Wenn sie im Intimbereich Haare haben. So, Männer, rasiert euch bitte. Was ist dein Lebensmotto? Sorge dich nicht, lebe. Wow, das ist schön. Sorge dich nicht, lebe. Das war's auch schon mit dem Speed-Dating. Jetzt kommt eine kleine Gemeinheit. Das Laufband steigt sich ein bisschen. Also wir müssen jetzt ein bisschen Steigung ertragen, aber nur leicht. Bist du eigentlich schon aufgewärmt? Ein bisschen? Ich glaube schon. Also ja? Ich habe meinen Personal Trainer dreimal zu Besuch gehabt, um mich vorzubereiten. Für hier? Auf diese Nein! Veranstaltung. Nein! Ja. Bist du süß. Okay, dann hast du alles richtig gemacht. Es fehlt noch der passende Laufhintergrund. Wir haben hier hinten einen Hintergrund nur für dich. Ich bin sehr gespannt, was du zu meiner Obert-Auslese sagst. Pass auf, ich enthülle ihn mal kurz. Du musst weiterlaufen. Achtung! Oh, wonderful. Das ist schön. Was sagst du? Was ist es? Das ist schön. Das ist eine
Region in Frankreich. In Frankreich? In der Nähe Champagne. Von Paris. Champagne. Champagne. Sie werden dir dort ein Denkmal bauen, bin ich mir sicher. Das steht da schon. Echt? Ja, ja. Erzählst du uns deine lustigste Champagner-Anekdote? Hast du eine? Also, ich kam nach Paris mit der Schule und da wurde das Centre Pompidou eröffnet. Aber da bin ich natürlich nicht hin. Hab mich da verabsentiert von dieser Gesellschaft. Da war ich so 15, 16. Und dann bin ich in Paris in eine Bar und habe Champagner getrunken. Und dann war an dieser Bar eine Aufschrift. Il faut jamais prendre la vie trop au sérieux. De toute façon, vous n'en sortirez jamais vivant. Man soll das Leben nicht so ernst nehmen, denn es ist noch keiner lebendig davongekommen. Und das ist auch so. Mein Motto. Dein Motto. Ich sage, take it easy. Take it easy. Ja. So, eben. Dass du dir reichlich Champagner leisten kannst, das hast du auch deiner Leidenschaft zu verdanken, unter anderem deiner größten Leidenschaft, Schuhe und Mode. Seit 30 Jahren, stimmt das, seit 30 Jahren? Seit 30 Jahren hast du dein eigenes Business. Öfters, habe ich mir überlegt, was meine Chefs können, was ich nicht kann. Kam immer zu dem Schluss, nichts, ich kann das alles auch. Und dann habe ich meine Firma gegründet, mit Schuhen und Klamotten gehandelt vor 30 Jahren und da günstiger. Mhm. Ja? Ich habe versucht, alle Nebenkosten zu umgehen, kein Laden. Ich bin mit einem LKW durch Deutschland gefahren und habe das verkauft wie Gemüse auf dem Wochenmarkt. Echt? Italienische Schuhe, Klamotten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, je mehr ich verkaufe, umso ärmer werde ich. Weil der Aufwand war doch viel zu groß. Einpacken, auspacken, in alle möglichen Tennisclubs, Golfclubs, hier und da und dort aus meiner Wohnung. Ich habe einen Energieaufwand betrieben, den habe ich gar nicht berechnet. Ne? Ja. Und dann habe ich doch die Läden gemacht. Du hast als Kind deine Weihnachtsgeschenke verkauft. Und zwar noch vor Silvester. Ja, es muss weg. Man muss Neujahr. Weg. Ja, aber was hast du mit dem Geld gemacht und was haben deine Eltern gesagt dazu? Ich war immer der Fall fürs Geld. Ja? Ich bin nie auch so der Typ, dass ich einen Schrank voller Handtaschen sammle oder Klunker, Juwelen. Wenn ich was habe, ist meistens innerhalb kürzester Zeit wieder abverkauft. Als Kaufmann darfst du nicht an deiner Ware hängen. Du musst einen gesunden Abstand haben zur Ware. Wenn ich jetzt alles selber behalten wollte, ja, dann wäre ich fehl am Platz. Wer zwei Paar Hosen hat, kann eine verkaufen. Mit deinen legendären Sprüchen bist du echt fame. Und auf TikTok gibt es 1000 Memes von dir. Du bist quasi die Queen of Memes. Und jetzt haben wir eine Frage aus der Community dazu passend. Wie gefällt dir dieser Fame? Und verfolgst du das alles, was also, da so kommt in TikTok? Ich kann gar nicht sagen, wie mir das gefällt. Ich finde es so super, so mega, so geil. Mehr geht gar nicht. Ich finde es toll. Gestern bin ich in Hamburg von meinem Laden zum Jungfernstieg gelaufen. Ungefähr 10 Minuten kamen 4 junge Leute, ein Jurastudent und 3 Mädels. Claudia Obert! Und können wir ein Bild machen? Und das war so geil. Du freust dich daran? Ja. Ich liebe das. Bis jetzt habe ich noch mit jedem ein Foto gemacht. Und wenn die im Laden kommen, kriegen sie auch ein Glas Champagner. Und dann habe ich so einen Claudia-Becher, so wo ein Spruch draufsteht. Es bringt wahnsinnigen Spaß. Und das führt ja jetzt auch dazu, dass ich mit dir talken darf. Ding, ding! Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Die Kindergärtnerin, habe ich mir sagen lassen, haben sich ein bisschen über dich beschwert. Und deine Brüder haben sogar geleugnet, mit dir verwandt zu sein im Kindergarten. Ja, ja, warst du so schlimm? Mein Bruder war im Gymnasium dann. Ja. Ich war ja ein paar Klassen drüber. Und dann hat der Lehrer gefragt, bist du der Bruder von dieser Claudia Obert? Nee, ich bin kein Kind. Ja, aber warst du so schlimm? Oder als Kind? Ja, ich sag ja, also ich war natürlich nicht der Meinung, dass es schlimm ist, sondern dass es schrill ist und dass es cool ist. Und natürlich gibt es Leute, die nicht meine Witzlänge haben und die mich einfach furchtbar finden. Das ist, und ich finde die wahrscheinlich auch zum Kotzen langweilig und froh, wenn ich die gar nicht sehe. Und ich würde mich aber nie über die auslassen. Ja. Über diese ganzen Sesselfurzer und Erbsenzähler. Die sollen bloß wegbleiben, ja, von meiner Party oder meinem Instagram. Du wirst 60 im September. Hörst du das gerne? Oder ist es auch egal? Also, man kann früher sterben, ja. Dann wird man keine 60. Ich werde lieber dann nachher noch 80 und 90. Hast nichts Großes geplant?
Ich brauche nee. Geht ja eh nicht so viel. Ich lasse spontan auf mich zukommen. Na, das ist gut. Wir sind jetzt so halb spontan, weil ich weiß, was passiert, du nicht. Wir spielen jetzt ein Spiel und das Ganze machen wir bei Double Time. Das heißt, wir ziehen jetzt die Geschwindigkeit der Laufbänder ein bisschen an. Es wird ein bisschen schneller. Und dieses Spiel, da kommt es drauf an, ob du dir Gesichter merken kannst. Kannst du dir das? So? Geht so? Eher Gesichter als Namen. Okay, das ist schon mal gut. Das Spiel heißt Face Swap. Und es werden zwei Promis zusammen gemorpht. Und es ist meistens ein Mann, eine Frau. Und wir müssen erraten, welche beiden das sind. Bist du bereit? Sehr fiese Mischung. Oh! Scheiße, nein, ich weiß nur sie. Helene Fischer und das ist Mario Barth. Ach, Willi Herren, natürlich. Willi Herren. Ah! Hast du eine Willi Herren? Kennt ihr euch? Mit dem war ich bei Promi Big Brother. Das ist ein lustiger Ballermann-Sänger, ne? Ganz lustig. Hat eine total witzige Tochter, die ein bisschen verpeilt ist. Und ja, und ich sag ja, Helene Fischer. Ich liebe sie als Akrobatin. Ne, die kann alles. Ja, also die ist wirklich toll. Ja, ich auch. Wenn ich aussehen würde wie die, Kohle hätte wie die, in dem Alter wäre, ich würde es krachen lassen, ja? Helene, lass so, krachen! Die lebt so ein kleines bürgerliches Leben. Ach du, jedem wie es ja, passt. Ja, natürlich, super, aber bitte, lieber Gott, gib mir das Geld und das Aussehen und das Alter. Da zische ich aber nochmal ab, du. Okay. Nächster. Sehr schön. Wer ist das? Wer ist denn der Typ? Wer ist der Lippe? Ah, ich kenne die. Ah, ich kenne sie. Barbara Schöneberger. Aber wer ist... Jürgen Milsk? Milski. Nee, doch Milski. Kennst du den? Flüchtig auch. Also und Barbara Schöneberger auch flüchtig. Die schätze ich auch sehr. Sehr. Ich finde die eine der besten Moderatorinnen und alles so. Also die hat so einen Wumms in ihrer Persönlichkeit und so ein Charisma und Bumps. Voll. Barbara. Babsi. Ah, ja, klar. Wie heißt denn der Ross Anthony? Ja, Ross Anthony. Und Daniela? Wie heißt Daniela die? Julia Siegel? Oder? Daniela Katzenberger? Ja, Daniela Katzenberger. Kennst du Rossi? Ja, mit dem war ich schon auf ein paar Partys. Der ist auch sympathisch. Toll. Und die Katzenberger, muss ich echt sagen, die trägt ihre Haut gut zum Markt, ne? Wer ist das? Nadel vielleicht? Nee, ich glaube, das ist Kim Kardashian. Nee. Ah! Prinz Harry. Ja, und sie? Doch, Kardashian. Ja, war aber doch richtig. Also ich wollte mal gern wissen, wieso sind die so berühmt geworden und so reich? Neulich sagt einer zu mir, ich wäre die Kardashian von Deutschland. Was haben die gemacht, die Kardashian? Naja, die sind auch, die, wie du sagst, die tragen ihre Haut zu wie? Zu Markte. Zu Markte, genau. Aber die schreien lauter noch als ich. Die haben halt Reality-Kram auch viel gemacht und vermarkten das halt echt super. Oh, wow. Claudia, ich glaube, du hast gewonnen. Was kriege ich jetzt? Nix. Die nächste Runde. Das hat sich ja rentiert. Also, pass auf. Ich habe eine gute Nachricht, eine schlechte. Warte, noch nicht trinken. Also doch, trink, wenn du willst. Wenn man mir was hinstellt, dann bin ich ja genügend. Warte, du darfst gleich. Ich habe eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht und eine halbgute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, nee, die gute Nachricht ist, wir haben jetzt ein Trinkspiel. Die schlechte Nachricht, es ist scharf. Das sind sehr scharfe Shots. Und die halbgute Nachricht ist, dass wir bei dir, und das ist eine absolute Ausnahme bei On My Way, wir haben ein bisschen Champagner reingemacht. Echt? Freust du dich nicht? Da bitte ich drum. Habe ich auch eigentlich? Wow, ich habe auch bekommen. Sonst verlange ich meinen Manager. Oh, wow, okay. Sonst verlange ich sofort meinen Manager. Wenn hier kein Shampoo drin ist, verlange ich meinen Manager. Also, wir spielen Ich habe noch niemals. Das heißt, wenn was zutrifft, dann musst du trinken. Ich habe nur Sorge, dass du gleich alles einfach immer trinkst. Also, ich trinke auf jeden Fall mit dir Champagner. Bist du bereit? Wenn du schlau bist. Also, los geht's. Hast du? Was? Wie immer? Oh. Also, doch, hab ich. Ja, dann müssen wir trinken. Was sagst du? Chin Chin oder zum Wohl? So weißt du, so. Hast du einen Trinkspruch? Und ist das Trinkgefäß erst leer, dann macht es keine Freude mehr. So, in diesem Sinne. Mhm. Hast du die übernatürliche Geschichte? Wettererscheinung. Wow. Ja? Riesen, wie sagt man dazu, Regenbogen, Wetterleuchten, Donner, alles Mögliche. So, nächstes.
Doch, hab ich. Ja. Wer nicht? Eine gute Frau macht das doch. Und, gab's Tote? Hm? Die prügeln sich heute noch. Und lass mich raten, du hast mit keinem von beiden mehr was zu tun. Nee, doch. Ah ja? Da war ich mal auf Sylt im Go-Gärtchen und da hat mich einer wirklich dumm angemacht. Da war ich noch ganz jung. Und da war ein Typ und das war so ein Athlet, der hat den genommen und geschüttelt. Und der war von der GSG 9, hat er mir erzählt. Ja, er hätte das gar nicht gedurft, weil der so trainiert ist und alles. Aber der hat ihn dann einfach vor die Tür gesetzt. Einfach so. So. Der hat mir schwer imponiert. Und ich will euch jetzt nicht verraten, wie ich ihm das gedankt habe. Meine Jungfräulichkeit nicht, konnte ich ihm nicht geben. Die hatte ich damals schon nicht mehr. Claudia, aber also, wir haben noch eine Trink. Darf ich nicht trinken? Bei der nächsten Frage. Ja, doch, leider. Zum Wohl. Hast du? Kinder, man kann sich nicht vor jedem Typen einen Pass zeigen lassen, wie alt er ist. Und bei, wenn da ein Joghurt steht, dann esse ich den halt. Was soll's? Geil. Juhura, wir leben noch. Ja. Schütt weg, das Ding. Ja, ein Ex-Lover. Wegen was hat der mich verklagt? Ja, hin und her. Er hat mein ganzes Zeug auf den Sperrmüll. Und dann habe ich ihn verklagt. Aber der hat dein ganzes Zeug auf den Sperrmüll geschmissen. Ja, und die Höschen an die Tür gehängt. Also das ist auch schon 40 Jahre her. Der war echt auch ein Tripsdrill, der Typ. Echt. Oh, was ich mit dem erlebt habe. Dann standen wir vor Gericht. Und dann hat der Richter gesagt, hier handelt es sich doch nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Kaufleuten. Geht nach Hause. Ich weise die Klage ab oder so. Also ich habe schon die abenteuerlichsten Dinge erlebt. Oh, wow, Wahnsinn. Okay, ich habe ja alles auf den Sperrmüll. Dann trink mal auf. Was mir gehört hat, was so ist, man braucht nicht so viel im Leben. Hauptsache mal einen Drink in der Hand und nette Unterhaltung. So, eben. Brauchst du mehr für dein Glück? Ich nicht. Nein, gar nicht. Ich bin voll glücklich. Ich brauche ein paar nette Saufkumpanen. Oh, ehrlich. Ja, wie am Start. Und ordentlich was zu trinken. Ja. Nee, habe ich wirklich noch nicht. Was? Warum nicht? Das muss doch jeder mal. Weil ich so viel ab kann, bis es mich umdreht. Oh mein Gott. Wirklich, bis es mich umdreht, da muss viel kommen. Oh Gott. Also ich merke dann schon noch vorher, dass... Okay, aber warte mal, du hast schon mal dich übergeben durch Alkohol, das schon. Ja, früher mal, ja. Aber nicht, erstmal fahre ich nie mit dem Bus oder in den Öffentlichen, das hasse ich. Kann auch ein Rolls-Royce sein. Kotz doch kein Rolls voll. Darauf trinke ich mit dir. Jetzt haben wir noch Champagner. Auch im Flugzeug noch nie gespuckt. Mm. Mit dem Spucken habe ich es nicht. Oh, okay, jetzt wird es mir schlecht, wenn wir von Spucken reden. Können wir weitermachen? Ich würde jetzt sagen, ich lade dich zum Essen ein und wir gehen eine Zechtour machen, aber ist ja alles zu hier. Ja, stimmt. Boah, eine Zechtour. Ich glaube, die würde ich nicht überleben. So, Claudia, wir haben vorgeglüht. Geht's noch weiter? Ja, klar. Aber ohne Alkohol halt. Wir haben noch einen Schlusssprint. Ein Schlusssprint, das heißt, das Laufband wird jetzt ganz maximal schnell, aber natürlich, dass wir alles noch hinkriegen. Und ich frage dich ein paar Fragen. Je schneller du antwortest, desto schneller sind wir fertig. Okay. Das ist das Letzte. Ist bist geil. Du bereit? Okay, pass auf. Achtung, festhalten. Also, heißer Sex oder kalter Champagner? Beides. Beides? Barfuß oder High Heels? Barfuß. Barfuß. Bist du abergläubisch? Ja. Sparen oder prassen? Prassen. Schönheit oder Klugheit? Bitte beides. Bitte beides. Lieber nicht so klug. Lieber schön. Blumen oder Pralinen? Huch. Blumen, die meine ich dick. Stimmt. Delikatessengeschäft oder Discounter? Delikatessengeschäft. So, Dessous oder nichts drunter? Dessous. Okay. Dessous und Licht aus. Dessous und Licht aus. Ach komm. Wirst du jemals heiraten? Nee, kann mir wozu? Wirklich nicht? Wenn einer Geld loswerden will, nehme ich das auch so. Du hast geschafft! Yeah! Du hast geschafft! Guck mal, jetzt war es eine Freudensprünge. Claudia, das war mir ein Fest. Echt? Es, ja, wirklich, es tut mir leid, dass wir nicht in die Champagne hatten. Wann kann ich wiederkommen? Du darfst immer wiederkommen. Du bist herzlich eingeladen. Die Drinks waren gut. Waren sie gut? Mir auch. Boah. Das war mir echt ein Fest. Ich freue mich für dich, mein Kind. Und wünsche dir eine große Karriere. Danke. Deine ist am Anfang. Deine doch auch. Jeden Tag von neuem. Also. Bin die große Ausnahme.
Darauf trinken wir. Ich bin am Ball. Freunde, danke fürs Zuschauen. Danke dir. Alles Gute. Okay. Liebe Leute, das war's schon für heute mit unserer lieben prickelnden Claudia Obert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr den Schlager-Channel hier auf YouTube noch nicht abonniert habt, dann abonniert den bitte jetzt. Ihr schreibt gerne Kommentare, super, ich liebe sie zu lesen. Und wenn ihr euren Lieblingsstar auch mal aufs Laufband schicken wollt, dann schreibt mir bitte, wer es ist. Ich werde ihm Beine machen. In diesem Sinne, Lauf Wiedersehen.